Willkommen zurück zu Let's Play Dynasty Warriors 8. Die Schlacht von Hefei steht bevor. Wir spielen mit Li Dian, weil wir die noch nicht hatten. Er benutzt nämlich so eine Radhelebarde. Naja, die ist nur so mittelgut. Okay, ich glaube, wir dürfen uns auch neu kaufen. So, welche Waffe hat man nicht? Den Schattenfächer vielleicht? Ne, Großschwert. Nimm ich mal die hier. Ich hoffe, was Schönes. Ja. Die interessiert mich nicht. Fertigkeiten. Angriffsboost, Verwüstung, Kampfgewalt, Treffsicherheit. Habe ich schon alles. Ich werde aber diesmal die Angriffsreichweite verringern. Brauche ich eigentlich nicht, oder? Ja gut, ich lasse einfach mal so, wie es ist. Gut, Angriff ist 2-2 und 5-2. Los geht's. You can count on me to get things done. Keine Einführungssequenz. Dann gehen wir direkt zum Schmied. Jetzt geh doch hin. Okay, Waffe kaufen. Und zwar brüllendes Rad. Verzweiflung und Geschwindigkeit. 36 Schaden. Oh je, genau das brauche ich. Was hat er denn? Okay, Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Das klingt doch mal interessant. Ja, glaube ich. Hier ist Info, Waffeausrüstung, Waffe 1. Waffe 1. Radhelebarde, genauso. So, den hier. Ja, die Affinität ist mir sowas von scheißegal. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und los geht's. Meister Li Dian und ich selbst werden dem Angriff des Feindes außerhalb der Burgmauer entgegentreten. Meister Yui Jin wird die Burg verteidigen. Ist das befriedigend? Nee, ja doch. Das ist nicht befriedigend. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei diesem Plan. Was? Aber das sind die direkten Befehle von Meister Cao Cao. Wir können sie nicht einfach abändern. Außerdem, das ist nur meine persönliche Meinung, aber mein Onkel starb im Kampf gegen Lu Bu. Das liegt also daran, dass du mir nicht zuhören willst. Es hat nichts mit Eingebunden zu tun, sondern mit nur mit Gefühlen. Wenn ich stören dürfte, ich kann auch nicht zu dieser Schlachtformation zustimmen. Ich bin eben ein Frontkämpfer, daran bin ich gut. Ich würde gerne außerhalb der Burg sein. Ah, das ist großartig. Siehst du, keiner will dir zuhören. Also gut, ich werde aber tun, was man mir aufgetragen hat. Ihr beide solltet besser sehr intensiv darüber nachdenken, wo eure Pflichten liegen. I do only that which must be done. Tja, also alle gehen nach vorne. Boah, sind das viele Gegner. Guck mal auf die Map. Why don't we start by taking a look at the enemy from the castle walls? Is that a ram? We can't let that thing get close to the castle gates. Oh je. Oh je. Ich direkt gut an. Ich komme nicht raus. Mal springen? Ja, ich muss springen. Ah. Oh, die sind so dritt gegen einen, das ist unfair. Bisschen Button-Mashing und hab gewonnen. Nice, okay, das ist natürlich das Beste an dieser Waffe, dass sie feißen kann. Und der erste muss es kippen. Ja, der erste ist auch weg. Das ist ein Plan, oder? Irgendwie lustig. Irgendwie ist die Waffe cool, aber die ist auch ziemlich stark mit 36 Angriffen, ne? Jetzt
Ja, als ich das erste Mal gespielt habe, fand ich das eigentlich nicht so lustig. Aber jetzt muss ich sagen, so die Waffe, die macht mir richtig Spaß gerade. Ist abhauen. Kann ich auch, guck mal. Was ist der denn? Schon wieder hinter mir. Und tot. So, ich muss da hinten hin. Da ist eine Rambock, die ich kaputt machen muss. Und weg ist er. Lass ich den zweiten Rambock erstmal stehen. Und geh nach da, wo ich hin soll. So, er kommt raus und direkt mal damit überrascht. Und tschüss. Mit der großen Wirbelattacke, die hat sich bei Link abgeschaut. Ah, alle tot. Dann geh ich mal zum zweiten Rambock. Mach mit Pferd, weil es dauert nur noch zu lange, das zu Fuß zu rennen. It is time to advance. Master Shu HD, can you lead to the defense of the castle and your capable help? Kann das Pferd eigentlich einen Wutangriff? Nein. Na gut. Ah, weg. Hol ich mal kurz die Basis da vorne. Wir müssen unsere Hilfe anbieten. Sang Liao retten. Ich wollte aber diese Basis hier einnehmen. Ich muss halt ein bisschen beeilen. So, Basis. Hier noch nicht. Ich dachte, die Basis wäre schon clear. Die sind tot. Jetzt reicht kurz die Stücke. Okay, er hat bestätigt, das sind meine. Dann gehen wir jetzt schnell zur Rettung. Da geht's nicht weiter, verdammt. Ich muss ganz noch rüber, ne? Kann ich so gehen? Ich kann so reiten. Aber das Pferd streckt auch ein bisschen. Oh, noch mehr Rammböcke. Hat der gerade das Feld hier eingenommen, obwohl der gar nichts gemacht hat. Naja, meinetwegen. So, Rammböcke sind kaputt. Kann ich hier raus? Ich kann hier nicht raus. Da auch nicht, verdammt. Ich will den langen Weg nehmen müssen und hoffen, dass alles gut geht. Weil dann ist schon wieder ein Offizier, den ich killen muss. Und da halten sich schon wieder Feinde in meiner Basis auf. Was soll das denn? Vorwächter. Vorwächter mag keiner. Komm, stirb. Ist tot. Und hat meine Muse unterlassen. Sehr schön. Bam. Einfach nur Bam. Reicht doch nicht aus, wenn ich gerade auf dich einschlagen möchte. Ah toll, jetzt sind so weit weg. Ach, vielleicht ist da ja Musik verbunden dran. Ja, ist eins dran. Oh je. Warte. So. Das ist besser. Mit dieser Waffe wäre der bestimmt ein ziemlich guter Gartenlandschaftsbauer. So, mein Platz. Essen und Musu und Gedöns und alles. Vorwächter verschwindet. Du hast hier keinen Platz mehr.
Ah, was? Die menschliche Schildeinheit, die ist immer wieder da, um mich zu nerven. Basishauptmann, stirb! Ja, der Platz mit uns. Und, was war das? Lebensenergie, ne? Ob ich das noch schaffe? Sieht ja nicht so aus, als ob ich irgendwie Teilprobleme hätte. Ah, die sind da. The feared and powerful Zhang Liao. Huh. This is where you meet your end. Master Li Dian, Master Yue Jin. I couldn't just sit around waiting for things to happen. Taking action suits me much better. Trying to be the hero again, huh? You make me sick. Oh, I didn't mean that. I know, I know. I'm nothing without you. No, that's not it. I have to change who I am. I have to learn to deal with what faces me. Living or dying, these results come later. And you've always understood that. And as for my uncle... Well, let's leave that for the time being. Let's just win this battle together! You're just full of energy, aren't you? Care to see how strong I am? Aber bevor wir anfangen mit Zusammengewinnen, hau ich erstmal rein. Und zwar zweimal. Einfach weil ich es kann. Bam. Aber wer von der Schweine jetzt eigentlich nicht töten muss? Ah ja, ist doch egal. Aber wer zuerst umkippt, hat verloren. Ah, ihr habt beide verloren. Gleichzeitig. Oh, da ist ja noch einer. Moment. Ah, nur Gesundheit, okay. Weißt du was, mein Freund? Konter! Oh, wie das Ding stürmt, das ist doch geil. Hey, das war ja der. Nee, ich bin das. Wohin denn jetzt? Jetzt muss ich da ganz drüber. Okay. Wird die Basis schon mir? Guck, da wäre ja noch einer. So, Angriffsverdopplung. Nochmal Angriffsverdopplung, Verteidigungsverdopplung und nochmal Musu. Genauso wie ich es mag. Warum sind hier so viele? Das müsste doch schnellst meine Basis sein. Kommt, stirbt mal, Leute. Ich finde diese Doppelklinge hier ist auch ziemlich geil. Okay, ich wollte eigentlich gerne runtergehen und erstmal da die Basis einnehmen. Aber wie scheint, soll ich da noch gar nicht hin. Ach komm, was soll's. Wir sind Helden, die im letzten Moment erst aufkreuzen. Mach bloß die Tür zu gehen. Ne? Und die haben Verstärkung bekommen. Huch. Junge, hör auf zu blocken und greif mal an. Ich treffe dich ja sonst nicht. So, wie gesagt. Da ist ja noch einer. Mensch, wo kommen die alle her? Wow.
Das sind mal ein paar mehr als gedacht. Jetzt sind sie weg. Haben gekündigt. Ich weiß auch nicht warum. Warte, bevor ich mich um dich kümmere. So. In der Luft. Aha. Das geht also auch. In die Richtung. Muss man mal merken, dass ich hier lustige Sachen machen kann. Ah, den Zweikampf gewinnst du nicht. Weil du verloren hast, ist das dein Preis. So. Ich hab die Basis eingenommen. Wieso spawnt ihr hier? Hört damit auf. Ernsthaft? Wo kommen die alle her? Machen wir mal kurz die Basis da. Die hört auf zu fallen, Leute. Ah, weg ist er. Oder auch nicht. Nein, egal. Jetzt aber. Das sollte jetzt meine Basis sein, oder? Ja, unser. Ich hab kurz das Musu da und dann gehe ich mal zu den Einheiten, die Hilfe brauchen. Weil, wie gesagt, es gibt ja verwinkelte Wege oder so Abzweigungen in der Story. Hoch. Ja. Hoch, jetzt. Oh. Ah, da kommt ein Offizier. Komm, Angriff von oben. Oh je. Das war ein Angriff aus dem Effekt, aber der war gut. Der lag doch ein bisschen. Muso oder sowas. Aufhebung 14. Genau da. Ich gehe kurz die Vasen da einnehmen. Warte mal, das ist ein Torwächter. Torwächter heißt meistens, dass die eigentlich reinlassen möchten. Ui. Da kommen ja so viele. Und alle weg. Meine Basis? Noch nicht? Ist ja nicht bald mal der. Die auftauchen oder so. Das ist hier noch ein Art Durchgang. Nö, hier muss einfach noch alle getötet werden. Gut, Pferdchen, die Hort und los geht's. Jetzt hol ich mir kurz die Basis hier. Lange von oben, finde ich cool. Auch wenn er nicht so stark im AOE ist wie der hier. Ich hab den rausgejagt und dadurch die Basis eingenommen, oder was? Helikopter-Homer-Attacke war das. Ah, meins. Pferd. Da ist mein Pferd. Warum geht das nicht auf? Ernsthaft, warum geht das nicht auf? Stopp.
gefällt mir gar nicht. Los, machen wir auf, Kamerad. Wo kommt ihr schon wieder her? Ihr dürft hier nicht spawnen. Das ist meine Basis. Das ist illegal für euch. Ihr schummelt. Ich kann auch nicht einfach bei euch spawnen, Idioten. Ernsthaft, warum geht das nicht auf? Oh, jetzt sah ich wieder außen rum, aber diesmal rechts außen rum. Meins in 3, 2, 1. Meins. Och nö, wollt mich doch verarschen. Nein. Du gehst mal hier hin. Nicht zurückrennen, ich muss da drücken, damit ich hochkomme. Nein, okay, aber doch mit A. Er kann ein paar richtig fette AOE-Kombos machen. Okay, einfach durchrennen. Das ist der beste Geilheit. Dein Griff. Hoch, falsche Richtung. Ja, ja, du wolltest sterben. Alles schon klar. Aber weil ich wusste, dass du das willst, habe ich es sein gelassen. Oha, 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 sind das viele. Oh, sind das viele. Ist ja ekelhaft. Das waren eben noch mehr. Und weg. Oh, das waren aber sehr schnell nicht mehr so viele. Ah, ich finde diese Waffe richtig gut. Ihr macht richtig Spaß. Okay. Nein, hatten wir gerade. Den Dreier will ich sehen. Okay, und den Vierer. Ah, da ist ein Tornado. Ah, das Kirche. Oh, da sind ja so viele. Was? Leute, wir haben ein Problem. Die Brücke ist nicht da. Nicht. Ich schwöre, auf der Minimap sieht es gerade so aus, da eine über die Brücke rennt, die nicht da ist. Oh. Soll das ein Witz sein? Okay, was ist denn die Aufgabe? Springen? Nein, ich soll, was soll ich da machen? Okay, Information. Nein, da so war das genau. Die Pioniere haben eine Leiter an der Klippe platziert. Hä? Hey. Da, hier, zerstören Sie die Brücke. Die Brücke ist kaputt. Okay, dann halt. Oh, ich wollte mich doch verarschen. Ich komme doch gerade von der Richtung. Jetzt komme ich da nicht hin. Das gleich wieder cutten muss, dann ärgere ich mich aber. Kann ich hier links, rechts weiter? Kann ich runterspringen, ne? Ne, hier war auch zu. Ist.
Also wieder ganz außen rum. Was ist das? Das Horngebiet? Ja. Ich mache ein bisschen Tempo. Kann ja nicht sein, dass ich da so lange hinbrauche, weil die mich da verarschen. Ich denke mal, ich soll irgendwie die Brücke von der anderen Seite aus kaputt machen oder so. Jetzt hängen die da schon wieder an meiner Basis rum. Hallo. Ach, die haben die eingenommen. Okay, muss ich natürlich wieder unterbinden. So, eingenommen. Das ist unserer. Ja, und der ist fast tot. Schon mal gut gehalten in den letzten Sekunden. Dann will ich mal hier entlang. Der ist tot. Das ist Domshi. Und weg ist er. Und wenn nicht, ist es halt jetzt. Aber nichts ist es halt jetzt. Ich hab gewonnen. Und ich bin sogar ziemlich sicher. Da ist 2000 Gegner down. Ist das nicht eine Basis, die ich einnehmen kann? Oder? Nee. Da oben ist was. Das sind Katapulte. Nee, Ballisten. Ballisten sind doof, die mag ich nicht. So. Meins ist kaputt und. Geht's nicht weiter. Ich steht zwar nichts davon, dass ich hier kaputt machen soll, aber sicher, sicher. Und ist der ja gerade rausgespawnt? Aber wieder nicht. Komm, Pferdchen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Da ist der Basishauptmann. So, eins. Brauch schon viel zu lange dafür. Okay, hier links sind jede Menge Offiziere. Ah, da komme ich auch nicht hin. Was soll denn der Scheiß? Na gut. Und weg. Trotzdem möchte ich die Basis hier gerne einnehmen. Perhaps everyone will learn not to look past me. I think it's safe to say that this place is ours now. Yo. Trotzdem zu. Will mich verarschen? Komm ja gar nicht hin. Komm ich gar nicht hin, ne? Ist auch keine Leiter oder sowas. Dann hol ich mir mal die Basis da links neben der Mitte. Ich konnte mich eben übersehen oder ich weiß nicht, kalte nicht rein oder gürtet die mich schon? Hab ich die gestern gekonnt ignoriert? Schon ein bisschen verwirrt, was ich machen soll. Die sagen mir zwar, dass ich da hingehen soll, aber da ist ja nichts. Das war der ja schon. Ja, meins. Konter.
Konter! Das Ding ist richtig stark. Jetzt fehlt eine Menge. Okay, ich glaube, ich habe das Richtige. Oh, ist aufgegangen. Jetzt geht's los. Und wieder weniger Gegner. Ah, jetzt geht's aber los hier. Und wisst ihr was? Helikoptertechnik. Oh, das sind das viele. Sind das viele? Oh, das waren viele Kills. Zweihunderter Combo. Als ob ich dich gewinnen lassen würde. Als Waffe. Ich möchte den ganz gerne als spielbaren Charakter haben. Ich kann wirklich den Konter nur machen, wenn er langsam angreift. Finde ich ein bisschen schade. Ich würde ihn gerne tot kontern. Das sind zu viele, ne? Hallo? Ja, halt so. Na gut. Dann halt. Ist die Basis schon hier? Ja, okay, ich habe einen Basishauptmann hier. Hier geht's irgendwo hoch, da. Ganz unten rechts, da bildet sich so ein riesiger Knubbel an Gegnern. Da ist schon richtig dick rot geworden. So, wen muss töten? Guck mal kurz. Siegesbedingungen. Sun Quan. Okay, also der mit den Ausrufezeichen ist es nicht, dann greife ich den zuerst an. Sogar mit Konter. Sag bye bye. Hat der das überlebt? Weil er abgehauen ist. Der Sack. Und tschüss. The will of three generations of Wu cannot end here. Still, we injured the commander of the Wu forces and drove them off. That's quite a result. Well done, both of you. I must say, you fought quite impressively.
This is what we can achieve when we combine our strength. That's right. So it's in your best interest to take us along with you from now on. Don't make me beg. Very well. We shall work together and keep Hefei safe. Ich hatte das Gefühl, der Typ, den ich gerade gespielt habe, ist eine ganz schöne Zundere. Okay, das nächste Mal in die Schlacht am Berg gegen Jung. Wir haben drei bekannte Charaktere, die wir schon mal gespielt haben. Da kann ich, glaube ich, wirklich so nach dieser Art Zufallsprinzip entscheiden, mit wem wir spielen werden. Und zwar mit Zhang He wird unser nächster Spieler sein. Aber eben erst beim nächsten Mal. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Mach's gut.